Ja, wir feiern immer noch die erste urkundliche Erwähnung Hockenheims vor 1250 Jahren. Und unser Perlenreigen wurde heute mit einem weiteren Glanzlicht ergänzt. Wir hatten hier den Jubi Fun Cup mit Seifenkistenrennen auf dem Hockenheimring. Und die Organisatoren haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Die Teams haben sich sehr viel Mühe gegeben. Und die Veranstaltung ist wirklich gut durchgeführt und gelaufen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir hier heute am Hockenheimring 13 waghaltige, mutige, kreative und wirklich schnelle Teams am Start hatten. Es war ein wilder Mix aus Weltmeistern, aus fast 80-jährigen Racern dabei, junge, kreative Schüler, die aus großen Legosteinen gebaut haben. Ein wunderschöner Mix. Wir hatten ein tolles Samstagnachmittag hier am Hockenheimring. Ja, und ich freue mich, dass wirklich alle Spaß hatten und bedanke mich einfach bei allen, die daran mitgewirkt haben, beim ganzen Team am Hockenheimring, die irgendwie ihre freien Stunden verbracht haben hier, bei unserer Jury, beim Deutschen Roten Kreuz und vor allem aber bei unseren lieben Zuschauern und Teilnehmern. Geschafft! Es ist wirklich unglaublich, unfassbar, diesen Pokal in der Hand zu halten. Aber wir haben auch wirklich keine Sekunde gezögert, dabei zu sein, an Fasching übrigens entschieden. Fastnachtssonntag, Fastnachtssamstag, Entschuldigung, in Hockenheim ist die Entscheidung gefallen. Im völlig nüchternen Zustand natürlich. Aber wie man sieht, es hat funktioniert und es war super, super, super. Hat mega viel Spaß gemacht, die Kiste auch im Vorfeld zu bauen, dass sie gehalten hat, dass es funktioniert hat. Herzlichen Dank auch an alle, die im Hintergrund waren, an den Gabriel, an den Flo, an die Ina, die uns auch noch unterstützt haben, heute leider nicht dabei sein konnten, aber es ist mega. Es war ein Mega-Event. Herzlichen Dank an Hockenheim, 1250 Jahre. Ich hoffe, nächstes Jahr ist auch wieder Jubiläum und dass auch nächstes Jahr hier wieder ein Seifenkistenrennen stattfindet. Kai, du hast gleich reden. Du saßt ja auch nicht in der Kiste drin, ne? Genau, ich war ja ganz gemütlich oben und habe gleich geredet. Und in diesem Sinne, wir bedanken uns mit einem dreifach kräftigen AGA. A! Hoi! A! Hoi! A! Hoi!